Viele erfolgreiche Menschen schauen sich keine Hollywood-Blockbuster an, haben keinen Netflix-Account und sagen, Filme anschauen ist eine reine Zeitverschwendung. Ich aber sage, es kommt darauf an, was du dir aus den Filmen herausziehst, die dein Leben, dein Erfolg und dein Business unterstützen. Und genau so ein Film ist Moneyball von 2011 mit Brad Pitt, der auf wahren Begebenheiten basiert. Und in dem Film geht es darum, dass eine Baseballmannschaft es schafft, mit einem sehr, sehr geringen Budget in die Playoffs zu kommen. Und die Strategie dahinter, das Geheimnis des Erfolgs, werde ich euch anhand von einzelnen Szenen zeigen, damit du auch weißt, wie du das für dein Business, dein Marketing und deinen Umsatz anwenden kannst. Also, lass uns gleich mal loslegen. Weiter. Na schön. Die Männer, die die Clubs führen, die glauben, es geht darum, Spieler zu kaufen. Das Ziel sollte aber nicht lauten, Spieler zu kaufen, sondern vielmehr Siege zu kaufen. Das ist eine ganz, ganz spannende Szene. Und zwar geht es darum, dass Peter Brad hier kurz seine Strategie erklärt, wie er Spieler bewertet. Weil früher wurden Spieler so bewertet, hey, ich muss einen Spieler kaufen, weil er gut ist. Und dann war das Ziel, den Spieler zu kaufen. Er hat hier einen ganz anderen Fokus. Und zwar ist sein Ziel, es Siege zu kaufen. Das ist sein Ziel. Und genauso ist es auch im Marketing. Du musst dir immer wieder im Klaren sein, welches Ziel hast du im Marketing. Und das ist Leads generieren oder auch Verkäufe, wenn du einen Online-Shop hast. Das heißt, du musst dir dein Ziel ganz klar bewusst sein und zu überlegen, was sind die Runs für deine Ziele, also die Ziele, die vorgelagert sind. Könnten beispielsweise Impressions sein, könnten Klicks sein, könnten Website-Besucher sein, die dann am Ende bestenfalls auch konvertieren, zum Beispiel Lead-Magneten sich eintragen oder auch einfach ein Video sich von dir anschauen oder auch ein Erstgespräch buchen. Also es gibt da viele Conversions, die du da nutzen kannst. Du musst es immer nur im Fokus haben, genau wissen, was dein Ziel ist und das kannst du aus dieser Szene einfach für dich, deinen Erfolg und dein Marketing einfach rausziehen. Das ist Chad Bradford. Er ist ein Relief-Pitcher. Er ist einer der am meisten unterschätzten Spieler im Baseball. Sein Manko ist, dass er so einen merkwürdigen Wurf hat. Niemand im Major League Baseball interessiert sich für ihn, weil er beim Werfen komisch aussieht. Dieser Mann könnte nicht bloß der beste Relief-Pitcher in unserem Team werden, sondern einer der effektivsten Reliefer im ganzen Baseball. Zu der Szene passt für mich der Spruch Don't judge a book by its cover. Aber hier sollte man trotzdem ein bisschen aufpassen, auch im Marketing. Und zwar gab es eine Studie und zwar wurde in dieser Studie den Teilnehmern Bildern gezeigt von der gleichen Person einmal in formeller und informeller Kleidung, also mit Anzug und einmal ganz locker gekleidet mit Pulli und ganz normalen Hose. Die Personen, die formell gekleidet waren, haben dann besser abgeschnitten und zwar dabei, wie attraktiv sie wahrgenommen werden, wie mächtig sie wahrgenommen werden und wie erfolgreich sie wahrgenommen werden und auch wie intelligent sie wahrgenommen werden. Und die informell gekleideten, also die locker gekleidet waren, die haben einen besseren Wert in der Vertrauenswürdigkeit bekommen. Das bedeutet, je nachdem, welches Gefühl du bei deiner Zielgruppe hervorrufen willst im Marketing, um am Ende mehr Umsatz zu machen, musst du einfach drauf schauen, wie soll die Person dabei aussehen. Und deswegen formell gekleidet oder informell gekleidet ist hier die spannende Frage, weil wir Menschen doch immer noch subtil den verschiedenen Dingen etwas zuordnen. Und deswegen ist es so wichtig, da immer mal drauf zu achten. Aber auch in dieser Szene, was ganz, ganz wichtig ist, ist es, nicht alles nach dem Äußeren zu bewerten, zum Beispiel, wie gut sieht die Webseite aus, sondern auch zu überlegen, welche Ergebnisse können geliefert werden und werden auch diese richtigen Ergebnisse gemessen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt im Marketing. Er hat ein paar Pfunde zu viel drauf. Richtig, das, was man so hört wegen dem Gras und den Stripclubs. Tja, im Augenblick interessiert uns nur, wie oft er auf Base kommt. Und Jeremy kommt verdammt oft auf Base. In der Szene geht es darum, für die kommende Saison einfach neue Teammitglieder zu finden, weil ihnen sehr viele gute Teammitglieder abgekauft wurden. Und das Interessante jetzt an dieser Szene ist, dass er hier auf sehr viel Widerstand trifft, weil er seine neue Strategie noch nicht erklärt hat. Und das ist vielleicht ein Fehler, wenn man das aus kommunikative Sicht sieht. Er hätte das besser machen können, vorher erklären können, wie seine Strategie genau aussieht. Und auch in der Szene einfach nochmal nachfragen können, hey, lieber Scout, was ist dir denn wichtig bei deinem Scouting? Und dann vielleicht hingehen können zu dem Erfolgsgeheimnis, was er hinter der Formel sieht, die er nutzt mit Peter Brad zusammen. Deswegen, hier wäre es möglich gewesen, das Ganze mit weniger Widerstand hinzubekommen,
wenn er vorher das Interesse abgefragt hat, die Wichtigkeit abgefragt hat bei den Scouts, um das gemeinsame Ziel in die Playoffs zu kommen, einfach nochmal zu definieren. Das ist der Vertrag. Damit bist du bei den Oakland A's. Eine Kopie wurde an deinen Agenten geschickt. Besprich es mit deiner Frau und gib uns Bescheid. Vielen Dank. Schlafen. Ach, und Scott? Ja? Erzähl niemandem was von dieser First Base Nummer. Nein, Sir. Gut. In der Szene ist Billy Bean gerade dabei, sein neues Team zu rekrutieren und hat hier Scott angeworben bzw. ihm einen Vertrag vorgelegt, sodass er für die Oakland Athletics spielt. Das Spannende hierbei sind zwei Faktoren, und zwar hat hier Scott nicht so eine gute Verhandlungsbasis, weil er für sich keinen Butner definiert hat, also keine Best Alternative to a Negotiated Agreement. Das bedeutet, er hat keinen Plan B in dieser Verhandlung. Und wenn du in deiner Verhandlung keinen Plan B hast, bist du von der Machtposition eher schlechter gestellt. Plan B könnte zum Beispiel sein, wenn du jetzt mit einem Kunden verhandelst und er könnte nicht dein Kunde werden, dass du dann mehr Zeit hast für andere Kunden und dort die Umsätze heben kannst. Oder auch, dass du einen anderen Kunden noch in der Pipeline hast, mit dem du zusammenarbeiten möchtest, aber momentan ist da nicht machen könntest, weil du dann zu wenig Zeit hast, wenn du beide annehmen würdest. Deswegen ist es immer wichtig, einen Butner zu haben, und in dem Fall hatte er auch keinen Butner, weil er kein alternatives Angebot von einer anderen Mannschaft hatte. Oder vielleicht hätte er auch sich vorstellen können, eine Art Coach oder Trainer zu werden, als Butner, wo er auch Geld mit verdienen kann. Deswegen hier hat er keinen Butner gehabt, von daher keine gute Verhandlungsposition. Ein zweiter Punkt ist, dass er hier ein Informationsdefizit hat. Er kennt nicht den Plan von Billy Bean, was er mit ihm konkret vorhat und wie wichtig er für das Team ist. Nämlich wenn du das weißt, wenn du diese Informationen hast, kannst du auch mit auf einer ganz anderen Art und Weise verhandeln. Deswegen zwei Punkte haben hier gefehlt für den Scott Butner, und er hatte ein Informationsdefizit. Und wenn du das ausgleichen kannst und über deinen Butner Bescheid weißt, wirst du in Verhandlungen richtig, richtig gute Ergebnisse für dich erzielen. Ich fühle mich nicht unbedingt überfordert, wirklich nicht. Aber ich bin etwas aufgeregt, das ist richtig. Also Jeremy Giambi, wie wird das Team ohne ihren Bruder Jason Giambi abschneiden? Das ist der erste Matchtag und die ganzen Reporter stellen hier Fragen. Und das Interessante ist dabei, wie sie das Ganze framen. Du kannst anhand der Fragen, die du stellst, das Gespräch in eine bestimmte Richtung lenken. Und genau das passiert nämlich hier. Wenn sie dich jetzt fragen, ne, fühlst du dich überfordert, ist schon die Frage so gestellt, dass es in eine bestimmte Richtung geht. Man hätte genauso gut fragen können, wie fühlst du dich? Aber nein, sie wählen genau diese Frage, weil das eine bestimmte Brisanz nochmal zeigt, die es da gibt. Und genauso kannst du auch Gespräche leiten in deiner Verhandlung zum Beispiel, ne? Deswegen richtig, richtig gute Technik. Du kannst zum Beispiel auch einfach fragen, wie erfolgreich glaubst du denn, wird unsere Zusammenarbeit? Und da hast du schon das Ganze geframed auf Erfolg. Sie wird erfolgreich, es ist nur noch die Frage, wie erfolgreich wird sie denn? Und das ist ganz wichtig, dass du mit diesen Fragen arbeitest, auch in Verhandlungen. Da ist nämlich so, wenn dein Redeanteil ziemlich gering ist, bei 20-30%, steigt die Wahrscheinlichkeit auch, dass es zu einem Verhandlungsabschluss kommt. Da gibt es Statistiken darüber, auch ganz, ganz interessant. Das heißt, versuche mit Fragen das Gespräch zu lenken und deinen Gesprächsanteil auch zu reduzieren, sodass du dann auch in Verhandlungen erfolgreicher wirst. Wenn ihr wissen wollt, wie der Film ausgeht und was noch für Learnings versteckt sind, dann kommentiert unter dem Video einfach mit mehr. Dann werde ich einen zweiten Teil von diesem Film drehen, von den Szenen darin, und meine Learnings mit euch teilen. Und wenn ihr zu ungeduldig seid, könnt ihr euch diesen Film einfach auf Netflix anschauen. Einfach in die Suche eingeben, Moneyball, und dann findet ihr diesen Film.